Hans Clarin wurde am 14. September 1929 in Wilhelmshaven als Sohn eines Beamten geboren. Nachdem Clarin das humanistisch-musische Gymnasium in Frankfurt absolvierte, zog er nach Ulm und dann weiter in den bayerischen Raum. Von 1946 bis 1948 besuchte er eine Schauspielschule. 2 Jahre später gab Clarin in München sein Debüt in Grillparzers Wie dem, der lügt. In München erhielt er ein Engagement an den Kammerspielen und bis 1967 am Bayerischen Staatsschauspiel. Er spielte unter anderem in literarischen Vorlagen von William Shakespeare, Moliere oder Johann Nestroy. Hans Clarin zeigte sich früh als Multitalent. Neben seiner Theaterschauspielerei machte er Musik und sang im Unterhaltungssektor. Zu seinen frühen Fernsehrollen zählen unter anderem Titel wie Das Wirtshaus im Spessart 1957, Das indische Tuch 1963, Zimmer 13 1963 oder Pippi Langstrumpf 1968. In den 1960er Jahren lieh er in der beliebten US-Serie 77 Sunset Strip dem Kriminalassistenten Cookie die Stimme. Erst später stieß er zum Kinofilm. So spielte er mit bekannten deutschen und internationalen Schauspielern wie Gerd Fröbe, Klaus Kinski, Hildegard Knef, Joachim Fuchsberger, Heinz Rühmann, Lex Barker, Vivi Bach, Dietmar Schönherr, Gila von Weitershausen oder Mickey Rooney zusammen. Auch war er in dem Hörspiel Huibu als Gespenst zu hören. TV-Popularität erreichte Hans Clarin in den 1970er Jahren zunächst mit witzigen Werbespots der Fernsehlotterie. In den 1980er Jahren kam er als Synchronsprecher ganz groß heraus. Er lieh dem TV-Kobold Pumuckl in der gleichnamigen Serie seine verstellte Stimme. Die beliebte Kinderserie erstellte Clarin gemeinsam mit Gustl Beyerhammer als Meister Eder für den Bayerischen Rundfunk Mimte. In den Jahren von 1988 bis 1992 moderierte Clarin im Privatfernsehen Adventssendungen. Zu seinen bekannteren Fernsehrollen zählen Titel wie Fest im Sattel, Rivalen der Rennbahn, 1989, Oliver Maas, Ausgestoßen, Peter und Paul, 1992, Das Auge Gottes, 1992 oder Titus, der Satansbraten, 1998. Hans Clarin war zunächst mit Irene Reiter verheiratet. Aus dieser Verbindung gingen 3 Töchter hervor. Tochter Irene wurde ebenfalls Schauspielerin und bekannt unter anderem in der Rolle der TV-Serie Pfarrerin Lenau 1991. 1994 wurde mit Hans Clarin die Kinoproduktion Pumuckl und der blaue Klabauter abgedreht und 2001 dann Pumuckl und das Zirkusabenteuer. In seiner 2. Ehe war Clarin mit Margarete Freien von Kramerklett verheiratet, mit der er Sohn Philipp und Tochter Anne bekam. 1995 heiratete Clarin Christa Maria Gräfin von Hardenberg. Erfolge feierte Clarin auch als Autor. Er veröffentlichte das Jugendbuch Paquito oder Die Welt von unten, das unter seiner Regie verfilmt wurde. Hatten sich in seinem Hals Knötchen gebildet, die schließlich eine Blutvergiftung auslösten. Wochenlang lag der Schauspieler im künstlichen Koma. Im 3. Pumuckl-Film, der im Herbst 2003 in den Kinos lief, konnte Clarin allerdings seine Paradesynchronisation nicht übernehmen. Dennoch konnte er sich wieder erholen. Hans Clarin starb am 28. August 2005 in Aschau am Chiemsee im Alter von 75 Jahren.